Die Handchirurgie selber hat wieder diverse Teilbereiche, weil eben die Hand aus verschiedenen Strukturen besteht. Zum Beispiel ein Teil der Handchirurgie ist jetzt die Chirurgie der Haut oder von Hauterkrankungen und Unterhauterkrankungen. Da kann man als typisches Beispiel anführen den Morbus Dupuytren. Das ist im Volksmund auch bekannt, als bekannt als Sehnenverkürzung oder Krummfingerkrankheit, wo es zu einer Einziehung des Fingers führt und im Endstadium sind die Finger eingezogen und können nicht mehr gestreckt werden. Das heißt, die Funktion der Hand, das Greifen, ist nicht mehr möglich. Typischerweise eine Erkrankung des mittleren und höheren Lebensalters. Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Es ist häufiger zum Beispiel in Verbindung mit Blutzuckerkrankheit oder mit Lebererkrankungen. Wenn man dann weiter in die Tiefe geht, gibt es natürlich Erkrankungen der Sehnen, wie zum Beispiel typischerweise beim Rheuma. Es gibt auch Erkrankungen der Nerven, wo Nerven eingeengt sind und die Nerven Probleme machen. Beispiel der Erkrankung einer Nerven ist das Karpaltunnelsyndrom, wo ein Nerv in der Hand im Handgelenksbereich eingeklemmt ist und zu Gefühlsstörungen bzw. dem Schmerzsyndrom führt. Dieser Nerv muss dann aus seiner Befreiung gelöst werden und dann hat man sehr schnell wieder eine Beschwerdefreiheit. Weitere Strukturen an der Hand sind dann zum Beispiel die Knochen oder auch die Gelenke. Knochen können durch Unfälle brechen, wo es zu Operationen führen kann. Gelenke können auch durch Unfälle verletzt werden und in Fehlstellungen ausheilen. Dadurch kommt es sehr rasch zu Gelenksabnutzungen. Aber es gibt auch Krankheiten, wie eben zum Beispiel auch Krankheiten aus dem Rheuma-Bereich, die zu einer sehr schnellen Destruktion der Gelenke führen, wo man dann künstliche Gelenke einsetzen muss. Insgesamt sieht man also, dass sehr viele Bereiche und sehr viele Strukturen in der Handchirurgie involviert sind. Und man kann sich dadurch, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie genau die Kenntnisse sein müssen, damit man wirklich alle Teilbereiche abdecken kann.